Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Detroit Become Human. Ich bin eure Ninja. Beim letzten Mal haben wir dummerweise den Connor verloren. Ich habe es nicht geschafft, so schnell die Quicktime-Events zu drücken. Ich fürchte, für Connor ist es jetzt in der Tat vorbei. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie es bei Kara und Alice weitergeht. Wir haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Ich kann nur das Radio benutzen hier. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Na gut, dann nicht. Keine Nachrichten. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Gehen wir, Alice. Wir müssen einen Bus kriegen. Nee, da geht's nicht lang. Ach, da ist das, glaube ich. Hey, da ist Connor. So, wir haben den Frachter gefunden. Was
Müssen wir nur sehen, wie wir da hinkommen. Die laufen jetzt zielstrebig nach da hinten. Machen wir einfach mal. Sieht jetzt ja fast so aus, als ob sich alle drei begegnen in Jericho. Suche einen warmen Ort für Alice. Markus hat hier vorhin lauter Feuertonnen angezündet. Die sind irgendwie alle weg. Nee, da ist noch einer. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Ich suche diesen Markus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden auf der anderen Seite der Stadt. Wir gehen, sobald wir Pässe haben. Kommst du zurecht? Da war Lucy. Da ist Connor. Ja, da hinten. Verhalte dich unauffällig und finde den Anführer. Forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint... Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Okay, jetzt aber Kara wieder. Wir müssen die Schweine umbringen. Wir müssen die Toten richten.
ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit. Das ist er doch hier hinten, oder? Ist das nicht Marcus? Das ist er doch. Bist du Marcus? Ich habe ein Mädchen dabei. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Kehre zurück zu Alice. Okay. Sie wollte eine Mutter. Du wolltest eine Tochter. Ihr brauchtet einander zum Überleben. Und welchen Unterschied macht es schon? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Vielleicht ist das die Bedeutung von Leben. Zu vergessen, wer wir sind, um dann zu werden, was jemand braucht. Sie liebt dich. Sie liebt dich mehr als alles auf der Welt. Sie wurde die Tochter, die du wolltest. Aus Liebe zu dir. Wurde bei ihr also auch der Chip entfernt an der Seite. Kara, stimmt irgendwas nicht? Bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Okay, aber wie kann sie denn dann Fieber und alles haben? Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden.
In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Die haben jetzt alle diese Chips abgemacht an der Stirn und an der Schläfe, besser gesagt. Wir sind entschlossen. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Oh. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ja, ich hatte langsam. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich wollte die eigentlich nehmen. Ich hoffe, du hast recht. Ich gehe zu den anderen. Die mag uns nicht mehr. Da ist Connor. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Deshalb wurden wir reaktiviert. Alles klar. Die haben die Notwendigkeit da drin auch gesehen. Obwohl ich eigentlich andere Pläne habe mit Connor. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der das war unsicher. Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast.
Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Den wollen wir auf unsere Seite kriegen jetzt, ja. Vielleicht mehr als dein Programm. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Ja, genau, das wollte ich. Ich will ja gar nicht. Da irgendwie eine Zeit rum? Muss ich das machen? Ich will gar nicht. Na doch, wahrscheinlich, um der Abweisheit zu werden, muss er aus seinem Programm raus. So war das ja bei den anderen auch. Jetzt haben wir Amanda-Hintergang. Auweia. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Schnell, wir müssen hier verschwinden. Sieht eher aus wie ein Raumschiff. Ah, das ist der olle FBI-Typ. Wir hatten in der Falle. Der Korridor, da drüben. Und los geht's, Kara, lauf! Okay, jetzt habe ich die beiden wieder. Unsere Leute sind im Frachtraum, das ist ihr Ende. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus, wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Okay, jetzt steuern wir Marcus. Lucy, die kann nicht mehr. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus.
So. Oh Gott. Kommt, Gott. Heilige Sicht. Er bittet Befehle. Lasst ihn nicht entkommen. Wenn wir euch irgendwie Ärger machen. Verständlich, er wird gemacht. Okay, jetzt haben wir da Kara. Oh shit. Ah, bloß nicht versammeln! Marcus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Oh oh. Na hier, komm, komm, Markus. Oh, und erschlagen. Wo ist lang hier? Angeschossen. So etwas führt zu Gewalt. Werde nicht so wie sie. Markus. Da drüben! Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Okay. Stopp. Runter! Beweg dich nicht.
Na los, wir verschwinden von hier. Schnell, wir müssen weg. Okay, Markus, bist du dran? Oh Gott. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Nee! Verdammt! Und los geht's her. Markus! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Na los, lauf! Hopp! 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 Oh nein, jetzt ist sie angeschossen. Es ist zu spät, Markus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Die retten wir. Verdammt. Oh Gott. Ah! Dobe Entscheidung. Okay. Oh, 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 oh. Komm schon, los, lauf, 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 lauf. Ah! Markus, lauf! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Okay, Leute, alle drei sind vom Schiff. Wir haben alle drei runtergebracht. Markus ist verletzt. Wir haben Josh und North verloren. Aber okay. Das ist unser Ergebnis. Wir haben es geschafft. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.